Zum Saisonstart feierten die SC Wittersek Ferlach Damen einen überzeugenden 30:17 Sieg gegen HC Feldkirch. Also der Start war etwas holprig, wie man vielleicht gesehen hat. Wir sind schwer ins Spiel gekommen, dann hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass uns auch die Mitte ausgeschalten worden ist. Aber Gott sei Dank haben wir dann wieder reingefunden und haben dann, glaube ich, gezeigt, was wir kennen und den Vorsprung ausgebaut. In der letzten Saison kam gegen Atzkersdorf bereits im Halbfinale das Bittere aus. Heuer will man mehr. Wir wollen uns natürlich verbessern im Gegensatz zum Vorjahr und ich meine, da gibt es nicht so viele Optionen. Also Ziel wäre definitiv heuer, endlich ins Finale zu kommen. Um dieses Ziel erreichen zu können, hat der SC Ferlach neue Spielerinnen geholt. Wir haben sehr starke neue Spielerinnen gekriegt. Die Lara am Flügel, dann die zwei Marc Steiners aus Vorarlberg. Die sind wirklich beide super. Die Martina, die heute dann leider verletzt ausgefallen ist. Aber unsere Neuzugänge sind wirklich alle sehr stark und haben sich gut ins Team eingebracht. Die Ferlacherinnen ließen bis zum Schluss nichts anbrennen. Die Fans in der Halle waren begeistert. Überraschend kam auch dieser klare Erfolg gegen Feldkirch nicht, weiß Teammanager Wolfgang Buchbauer. Wir sind ja als Favorit hineingegangen und haben sehr gut trainiert und die Feldkircherinnen haben ja natürlich auch ein bisschen einen Umbruch hinter sich gehabt. Sie haben viele neue Spielerinnen. Das haben wir gedacht, dass sie sich nicht so schnell zusammenspielen können. Aber sie haben brav dagegen gehalten in der ersten Halbzeit und die ersten 10 Minuten. Und dann haben wir sie eben gebrochen. Ja, ich glaube, bei uns natürlich auch einen kleinen Umbruch. Mit Bavkovic und Flavenda haben uns zwei Top-Spielerinnen verlassen. Mit Fista und Alkalovic sind zwei Spielerinnen nach Slowenien zurückgegangen. Ja, wir haben uns aber richtig gut verstärkt. Jetzt hoffen wir, dass sich Martina Djokovic nicht schwer verletzt hat und Lara Presenci hat sich ja gut präsentiert hat und die Marksteiner Sisters so und so sensationell sind von der Einstellung her und überhaupt Vicky mit ihren 17 Jahren, da muss man schon den Hut ziehen.